So, und damit sind wir live und ich darf ganz herzlich die Hamburger Runde begrüßen. Für all diejenigen, die zuhören oder die die Gentlemen mir gegenüber nicht kennen, stelle ich immer ganz kurz vor. Da haben wir zum einen den Patrick Olsen. Schönen guten Tag, HPN-Kollege und zukünftiger Gym-Inhaber hier in Hamburg. Da könnt ihr ganz gespannt drauf sein. Den denken Mann da unten, den kennt ihr, der war schon öfter hier. Das ist der Enrico Hoffmann. Grüß euch, hallo. Grüß dich, Enrico. Und den Strahlemann daneben, der uns leider nicht sieht, weil er das Handy andersrum stellen muss. Das ist der Das ist Steve auch ein Bentin. Ding. Steve, schön, dass du auch deine Zeit gefunden hast. Ich sehe dich. Hallo, hallo an alle. Ich sehe dich. Ich sehe euch nicht. Aber ich sehe mich selber nicht. Ich sehe nur das Handy. Er guckt gerade ein Handy und eine Austrian-Cookie-Dealer-Box an. Ja, genau. Die Frontkamera funktioniert nicht irgendwie bei mir. Die ist kaputt. Ja, wir kriegen es trotzdem hin. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Die Glatze sitzt. Ihr Wunderschön. läuft rein. Ich fühle mich hier so ein bisschen haarig bei euch. So. Ich hoffe, Passt. es geht euch gut, zumindest jetzt gerade, denn ich möchte mit euch heute ein Thema besprechen, was gar nicht so witzig ist. Und zwar das Thema, ja, was macht man eigentlich, wenn Bodybuilding auf einmal nicht mehr geht? Habe ich Und durchgemacht. für Kenne alle, ich, die es kenne halt ich. mitbekommen haben, Steve hatten letztes Jahr ein Jahr voller Rückschläge gehabt, musste ein bisschen Auszeit nehmen von dem ganzen Sport. Enrico hat gerade in den letzten Monaten wirklich so eine verhexte Zeit hinter sich, wo sich Krankheit um Krankheit reiht. Erst war der kleine Mann krank, dann ist er krank, dann ist am Motorrad was kaputt gegangen, dann wieder Krankheit hier, Krankheit da und irgendwie kam kein roter Faden rein. Und Patrick ist hier zur Unterstützung, weil er die ganze Zeit mit Steve durchlebt hat und einer der wenigen Jungs ist, die wirklich Tag für Tag an Steves Seite standen und ich einfach mal auch da die Perspektive gerne hören wollen würde. Das ist gut, Von ja. daher, vielleicht lass uns einmal ganz kurz nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht fangen wir bei dir an, Steve. Was war los? Ich habe dich auf der FIBO damals noch getroffen. Da wirktest du schon so ein bisschen abgeschlagen und plötzlich nach der FIBO bist du irgendwie komplett untergetaucht. Was ist damals passiert? Ja, damals, weiß ich nicht, die FIBO war ja, wir haben uns, glaube ich, gesehen am letzten Tag oder so, Sonntag. Da war die Genau. FIBO war allgemein sehr anstrengend, oder allgemein ist ja eine FIBO immer für Athleten sehr anstrengend. Und ja, dann war ich ja, ich war krank geworden auf FIBO. Ich habe mir ein Grippevirus geholt dann und bin schon am Sonntag, glaube ich, verspätet auf die FIBO gekommen, hatte mit Fieber, bin ich aufgewacht und habe mich dann auch so auf die letzten Stunden dorthin gemogelt, sag ich mal so, weil ich den Fans so, ja, für die noch da sein wollten, weil einige auch schrieben, ich komm, schaff's erst Sonntag bekommen und so weiter und so fort. Und naja, bin dann erst um 11 oder 12 zur FIBO, zum Messe und dann habe ich noch am Stand gestanden und dann war ich danach eine gute Woche mindestens krank. So, gute Woche, 10 Tage war ich im Bettlägerisch, so grippemäßig so. So, und ich habe jetzt keinen Test gemacht, hier diesen C-Test, aber ich denke mal, das war es gewesen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Und danach ging es dann nur bergab so. Aber danach habe ich ja so diese, erstmal diese Findungsphase gehabt, wo ich dachte, was habe ich da bloß? Ich fing nachher an, dann wieder, habe dann die ganze Grippezeit da keinen Sport mehr gemacht. Und dann fing ich wieder an mit Sport, dann ging es ein paar Tage auch so okay, sag ich mal. Und dann fing es ja einmal an, mehr schlimmer sich ins lustlose, trägere. Habe ich zu Paddy noch geschrieben damals, erinnere mich noch, ich fühle mich heute so. Was habe ich zu dir gesagt? Ich bin irgendwie lethargisch oder so, ne? Ja, also deine ersten Worte waren halt sehr lethargisch und dass deine normale morgendliche Routine, die du sonst jeden Tag vollzogen hast, einfach nicht mehr das Interesse daran auch gar nicht da war, morgens mit Wasser joggen und überhaupt aus dem Bett zu kommen. So ging es ja dann los und auch mit deiner morgendlichen Schlafkolonne, die auch nicht mehr so wollte. Du Schwein, Alter. Ja, du. Also, er meint die Morgenlatte, die hat immer gestanden. Und Leg die das war natürlich Morgenlatte, ein der ich Anzeichen, dass sonst. irgendwas nicht ist. Genau, also bei Steve wenn die Morgenlatte nicht steht, dann ist er krank, sozusagen. Du musst es vorstellen. So, da habe ich so zu Paddy gesagt: Paddy, meine Morgenlatte steht nicht. Irgendwas stimmt Müssen nicht. was tun. Irgendwas stimmt nicht mit Steve. So war das, ja, genau. So ging's los. Da springt mir das Handy gleich hier vor der Seite weg. So bin ich wieder noch zu sehen, hübsch. Ja, das Ja, ist wunderschön. sehr gut, wunderschön. Naja, jedenfalls so war es angefangen und dann ging es immer weiter bergab. Das. Wie? Nichts, alles Hallo? gut, red weiter. Ja, dann ging es weiter bergab noch, dass ich ja, weiter so trainingsunlos, bis ich dann, naja, auch irgendwann, dann bin ich zu Ärzten gelaufen, Bluttests
Hormone getestet, alles dies und das. Naja, das im Sommer, naja, das Ganze abgesetzt da, das Zeugs und ja, und bis dann ich irgendwie auch darauf kam hier, dass das Depressionssymptome sind und mich jemand darauf ja, getestet hat, sag ich mal, so mit so einem Fragebogen und dann, ja, die andere Sache kennt ihr ja, dann bin ich ja in so eine Klinik da, da wurde mir auch nicht geholfen, hat mir Paddy ja noch hingefahren. Da habe ich nach Paddy nach 2 Tagen gesagt, ich muss hier weg, ich muss raus, hol mich ab. Und ja, naja, die andere Geschichte kennen die meisten so, jetzt vielleicht so ein bisschen. Also auf jeden Fall, ja, war das ein scheiß Jahr und ich hab dann, bin dann Gott sei Dank an einen guten Doktor da geraten, musste mich selbst mehr oder weniger keinen so normalen Arzt, bin ich ja mehr an so einen ganzheitlichen Mediziner, habe ich im YouTube geguckt viel, auch dank meiner guten Freundin, unserer guten Freundin Alexandra Schmid, bin ich dann an dem Andreas schlecht geraten und der hat mich dann, den müsstest du mal einladen eigentlich, wäre mal was ganz Geiles hier, Neues für dich, Torm. Das kann man mal machen, ja. Der hat mal ganz andere Ansichten so. Und der hat dann so ein paar Thesen da aufgeschlagen. Und den bin ich dann nachgegangen. Auf eigene Kosten. Muss ich natürlich so Blutwerte, Stuhl, alles ein bisschen selber bezahlen, weil das die Krankenkasse alles nicht macht. Ja, und dann hat der da so ein bisschen so mir gesagt, was ich machen sollte und was alles dran. Da habe ich ja jetzt, wie gesagt, noch bis zur letzten 2, 3 Monate so rumgefuchtelt damit so bestimmten Therapien. Und jetzt geht es eigentlich schon bergauf gut seit einer Weile, Gott sei Dank. Konnte er denn mit den Therapien dir helfen? Also ist es wirklich dann der Grund gewesen, den er damals gefunden und angeführt hat? Naja, der Grund war, denke ich mal, waren mehrere Gründe. Bei mir war es ja auch so, es war ja so eine, er hat ja auch so eine Mitochondrien-Dipathie gefunden. Und wenn du sowas hast, dann hast du so ähnliche Symptome wie meine Depression, so mäßig so. Also, weil so eine, alle haben ja erzählt, dann geh da in so eine Klinik und lass dich da mal mit Gesprächen und ich meine mit Gespräche. Also ich habe mich so gefragt, welches Gespräch würde mir helfen, dass ich wieder trainiere. Musst dir vorstellen, ich hatte halt null Bock mehr zu trainieren. Paddy hat manchmal, komm aus dem Arsch, los, jetzt komm mal mit zum Training und geh mal ins Training. Und ich, wie gesagt, ich hatte das so noch nie erlebt in meinem Leben so. Null Lust auf Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben. Also keine Freude mehr am Training, keine Freude mehr am... Und so ging es, wie gesagt, im Mai los. Ich habe dann halt trainiert und habe 2 Sätze gemacht und habe gesagt so, ich könnte nach Hause, ich habe null Bock wieder gehabt so, ich könnte nach Hause, ich bin müde, ich fühle mich nur lustlos, es macht keinen Spaß, ich muss nach Hause, ich habe keinen Bock mehr auf so. Und dann sowas, wie gesagt, man hatte ja gar keine Lust, überhaupt ins Training zu gehen, so ungefähr war es bei mir dann. Ja. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt ist wieder alles, jetzt habe ich jeden Tag wieder Bock, morgens geil aufstehen und die Latte steht wieder. Die Latte steht wieder, auch die steht natural, mit Naturalstatus steht sie wieder auch. Und ja, wie gesagt, wie steht eure Latte? Gute Überleitung. Gute Überleitung, ne? Also, was du nachher genau gemacht hast, da würde ich nachher auch nochmal gerne darauf zu sprechen kommen. Aber ja, ich erinnere mich, Enrico, als du letztes Jahr so auch ein paar schwierige Momente hatte, dass wir uns auch unterhalten hatten, du sagtest, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr auf Training. Ja, das war tatsächlich, das waren einfach zu viele Sachen. Ne? Ich bin halt ein Mensch, ich brauche eine korrekte Struktur in meinem Alltag, um den Sport wirklich 100% qualitativ ausführen zu können. Ja? Und das funktioniert halt nicht, wenn irgendwo, sage ich jetzt mal, eine der Pfeiler, die für diesen geregelten Ablauf stehen, wenn da eine einbricht oder beschädigt ist, dann hast du immer den Struggle und musst gucken, wie du das wieder ausgleichst. Ja. Und das war halt bei mir ein Grund, also es waren mehrere Gründe, die dann halt im Endeffekt dazu geführt haben, dass ich eigentlich, ich meine, auf Training hatte ich sicherlich schon Lust, aber nicht mehr auf dieses, sagen wir tagtäglich, also auch wirklich dieses strukturierte Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und das ganze Kochen und dies und das und jenes, was halt alles dazugehört, was halt auch ein enormer Zeitaufwand ist, dann auch mit Fulltime-Job, ja, und so weiter und so fort. Denn das sind halt alles, da muss wirklich alles passen, damit das funktioniert. Ja. Aber du hattest ja aber trotzdem auch so Momente, wo du dann, da haben wir sogar, glaube ich, zusammen trainiert, wo es auf einmal so hieß, so, boah, irgendwie habe ich gerade gar keinen Dampf mehr. Waren das wirklich denn nur so Phasen, so kleine Episoden in den einzelnen Trainings oder war das auch wirklich so eine Phase, weil du also aus dem Tritt gekommen bist, dass du irgendwie gar nicht mehr so richtig reingekommen bist in diese ganze Geschichte? Na, es waren auch Sachen, ich meine, es ging ja eigentlich ziemlich gut los das Jahr. Ich habe mich relativ schnell erholt von dem Bizepsabriss Ende 22.
War wieder schnell im Training, bin schnell wieder auseinandergegangen, sage ich jetzt mal. Und dann kam ja schon der Gastauftritt in Gera, meiner alten Heimat, bei dem Olympcup. So, und kurz vorher hatte ich halt den Unfall gehabt bei meiner ersten Ausfahrt. Was ja nun schon alle wissen, das ist jetzt auch eine Sache der Vergangenheit, aber trotzdem, es war halt ein Punkt. Es ist halt ein großes, geliebtes Hobby von mir, neben dem Sport halt mit dem Motorradfahren. Und wenn da das, was du dir mit Herzblut und wirklich schweißen Tränen aufbaust, weil du dein Leben lang eigentlich einen Traum hattest, sag ich mal, sowas zu besitzen, sowas zu basteln, zu machen, war das halt erstmal ein Schlag ins Gesicht. Ja, weil du nicht einfach mal sagen kannst, ich gebe das jetzt einfach aus der Hand. Ich bin kein Mensch, der das einfach irgendwo machen lässt, weil ich brauche immer die Kontrolle über das, was gemacht wird, gerade wenn es alles wirklich speziell gefertigt ist. Und ja, deswegen war das halt ein Struggle, dass ich da halt mich selber gekümmert habe, das alles schnellstmöglich wieder hinzubekommen. Dann hieß es ist nicht klar, ob ich das Geld von der Versicherung komme. Das waren halt alles so offene Fragen. Ja, dann war dieser Gastauftritt. Das hat mir alles auch wunderbarer Spaß gemacht. Das ging voran. Und danach war ich dann halt auch erstmal, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen aus dem Training wieder raus, weil ich halt erstmal so, ich sag mal, abgeschlagen war. Ich musste mich einfach erstmal erholen, mal runterkommen. Ja. So, Da kann ich mich noch und bitte? dran erinnern, da hast du ja auch schon, auch vorm Gastauftritt, hast du ja schon zu Ja, mir ja. gesagt, danke. Da weiß ich noch, hast du ja zu mir gesagt, ja, ich habe eh nicht so, war auch nicht so gerade so geil mit dir Ja. trainingmäßig. Und das war ja dann, glaube ich, gerade nach den 2 oder 3 Wochen nach dem Gastauftritt in Gera, da hatte mich Steve dann angerufen und sagte so, Mensch, Enrico hier, ich habe einen Gastauftritt jemand zugesagt, mir geht's total scheiße und so. Das war dann gerade die Zeit, wo das bei dir losging. Ja. Und ja, da hat er mich dann auch gebeten, ja, kannst du das nicht irgendwie übernehmen oder was? Oder Ja, genau, habe ich ja. auch schon so gestruggelt und gesagt, ja, ich will eigentlich nicht so richtig und will eigentlich ein bisschen runterkommen, erstmal für mich mein Ding machen. Und habe dann aber trotzdem gesagt, ja Mensch, komm, einerseits von Steve, ne, dass er dann Ersatz schnell bringt und er da auch irgendwo gut mit dem Promoter auseinandergehen kann an der Stelle. Und ja, der Promoter dann halt auch nochmal, ja, sozusagen das Ding deckeln kann. Ja. Klar, ich hatte natürlich auch ein bisschen was davon, ganz klar. Aber im Endeffekt, es war ein innerlicher Druck wieder, den ich dann wieder bevorstehen hatte, wo ich sagen musste, okay, pass auf, jetzt ist Tag X, da musst du wieder gut aussehen, jetzt musst du nochmal Hackengas geben. Und dann habe ich wieder Gas gegeben, so, und das ging dann wieder eine Zeit lang gut. Ja, das war dann eigentlich, so hat sich das ganze Jahr dann irgendwie hingezogen, bis im Endeffekt dann September, wo ich dann nochmal den letzten Gastauftritt in Berlin hatte. Da hatte mich auch der Markus Schönebeck gefragt, Mensch, würdest du das nicht machen? Ich habe dich ja damals schon gefragt und dass ich da was organisiere oder veranstalte und würde mich echt freuen, wenn du das machst. Ja, und willst halt auch nicht immer Nein sagen, so, ne? Und da habe ich das halt noch gemacht und genau an dem oder nach dem Wochenende in Berlin, da ging das dann los mit dieser extrem langen Krankzeit, also sprich Erkältung, da ging auch wirklich viel rum. Da hatte ich mir wie auch im Jahr zuvor, als ich die Wettkampfsaison noch hatte, auch wieder Vitamin C-Infusion geholt, als ich gemerkt habe, es geht wieder los. Und das hat da diesmal gar nichts gebracht, wirklich rein gar nichts. Ja. Das war 3 Wochen oder so, war Wollte ich ich was flach fragen, du? gelegen. Hm? Wollte ich dich gerade fragen. Aber sonst hat es was gebracht bei dir früher? Das hat vorher alles ganz Normales gebracht. Ne? Hab ich So, noch nie. und also es kann vielleicht auch einfach eine Kopfsache sein, dass man sagt, okay, durch diese Vitamin C-Infusion hochdosiert, ist einfach diese Dauer so einer Erkältung abgeschwächt bzw. verkürzt sich, kann auch einfach Hirngespinst sein. Also wahrscheinlich bringt das auch nicht wirklich was. Oder die Viren sind einfach alle aggressiver geworden. Ja, und jedenfalls im Großen und Ganzen, um jetzt mal das Thema abzuschließen, hat sich das dann auf 9 Wochen insgesamt hingezogen mit etlichen oder 2 bis 3 Wiedereinstiegsversuche in das Training. Das ging mal eine Zeit lang zwischendurch gut. Da hatte ich mal wieder eine Woche trainiert oder anderthalb. Dann ging das wieder von vorne los. Ja, und so geht das bis jetzt halt. Ne? Also sprich, nach den 9 Wochen konnte ich wieder 3 Wochen Gas geben. Ich bin wieder wirklich gut in Form gekommen und es ging voran. Und dann wieder. Ne? Und immer wieder und immer wieder. Jetzt habe ich noch die Influenza wegbekommen. Wieder 2 Wochen kein Training. Influencer? Die Influencer. Die Influenza ist Naja. Jetzt bin ich nicht mehr nur noch Influencer. Influencer, jetzt habe ich die Jetzt Scheiße hast du es im Blut, Enrico. auch noch. Naja, genau. Ja. Ja, also im Prinzip ist ja jetzt die Zeit dann auch noch relativ lange, wenn du schon sagst, seit September war das dann, seit dem Gastauftritt in Berlin da. Das sind ja Genau. mittlerweile auch schon 4 Monate, die du gezwungen bist, sozusagen zu pausieren.
Vielleicht jetzt nicht ganz so drastisch wie bei Steve damals, wo ja auch so wirklich die Frage war, wie geht es überhaupt weiter? Patrick, wie hast du es damals so bei Steve wahrgenommen, als er sich so rausgezogen hat? Wie ging es ihm da mental in dem Moment? Also in dem Moment, als es anfing, wirklich, dass wir einerseits einen Cut machen mussten, wir haben ja tagtäglich telefoniert, haben uns tagtäglich auch gesehen, wir haben ja wirklich vieles versucht, um erstmal, bevor wir diese Notbremse ziehen, haben wir halt sehr, sehr viel versucht, erstmal in allen Bereichen aufzuräumen. Sei es Steves Umfeld, sei es Steves Heim und wir haben ihn ja auch nach Österreich geschickt, dann war er bei Alexandra da zu Gast. Er hat da mehrere Wochen pausiert, war dann noch in Berlin zugange. Also wir haben versucht, natürlich ihn aus seiner alten Umgebung, weil die Wohnung hat ihn auch einfach erdrückt. Er hat sich da einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und da mussten wir einfach zusehen, dass wir eventuell, wir haben die Wohnung ja auch neu gemacht. Also man sieht ja bei Steve da im Hintergrund, das sieht nicht mehr so aus wie früher in der Bude da. Da haben wir natürlich auch alle dran gearbeitet, dass wir auf allen Ebenen, die uns zur Verfügung standen, als Nichtmediziner irgendwo einen Ansatz zu finden, der ihm vielleicht hilft. Weil wir wussten, Sport hilft nicht, Stoff hilft nicht. Was bleibt dann noch? Dann bleibt er auf gut Deutsch nur noch in die Sonne, ne? Ein bisschen Vitamine tanken und ein bisschen Glücksgefühle kriegen durch ein bisschen anderes Klima und anderes Umfeld. Hat dann zeitweise auch immer, ich sag mal, kurze Zeit angeschlagen, dass es besser ging, wenn er da durch die Berge spaziert ist und Co. Aber nichtsdestotrotz musste er ja am Ende wieder dorthin zurück. Und man hat natürlich gemerkt, irgendwann wurde auch natürlich der Social Media Druck immer größer, weil er natürlich auch eine Verantwortung den Sponsoren gegenüber hat, irgendwo auch natürlich der Community. Und das ist natürlich so ein echt fieses Rattenschwanz-Thema, wenn man halt natürlich einerseits was machen muss, ist aber nicht mehr fühlt. Er hat es auch gar nicht mehr gefühlt. Also es war für ihn ja nur noch ein Druck. Ja, du musst Das dir ist der. vorstellen, um mal kurz dich zu unterbrechen, entschuldige, Paddy, es war so, das habe ich auch zu Paddy gesagt, das ist halt, das kann sich keiner vorstellen. Das ist so, und heute läuft das hier wie im FF wieder, Gott sei Dank so, weißt du, sowas, so eine einfache, normale Story zu machen, morgens irgendwie so, hey, ich bin im Auto mit Matze und hier ist die Alster, oder irgendwie so eine Alster-Story wie heute, dass man so lustige oder schöne Musik untermalt, das war für mich nicht, das war eine Tortur. Das war richtig schwer für mich, also richtig. Also das kann sich keiner vorstellen. Also die einfachsten Dinge waren schwer. Ganz bekloppt. So, also das war Wirklich, echt. da muss ich gerade mal mit dazwischen quatschen. Sehr Genau gerne, das, es was ist du ein gerade sagst, Gespräch, Steve. ne? Also haut rein, was ihr wollt. Es ist ein Gespräch, ist Genau keine das, Frage. was Steve gerade meint mit dem, dass es einem schwerfällt, Stories zu machen. Also ging mir das ja tatsächlich im letzten Jahr auch so über den Sommer hin. Das war ja die ganze Zeit so der Grund, wo ich mir dachte, wozu machst du das Ganze eigentlich noch so? Ne? Das fing damit an, einmal. Es hat sich strukturell bei meinem ehemaligen Sponsor ein bisschen was geändert, so von Marketingleitung her und so weiter und so fort. Und das waren halt so alles Sachen, die mich teilweise gestört haben oder richtig geärgert, genervt haben, wo ich dann angefangen habe, vieles zu hinterfragen. Dann war damals noch der Tod von Svenja Siewert, ne? Der ging mir auch ziemlich nahe, also nicht nur, weil ich sie kannte, sondern halt auch generell, weil das einem auch wieder die Augen geöffnet hat, was und wie schnell das teilweise gehen kann mit dem Ganzen. Ja. Hast du Und recht, ja. vor allem, es war ja auch, wie gesagt, ich will das Thema jetzt ja eigentlich nicht aufrollen, aber das Problem war ja tatsächlich bei ihr auch, dass sie ja den Krebs schon länger hatte. Sie hat es ja eigentlich, wenn man so sieht, schon fast besiegt gehabt. Aber problematisch war halt auch das Ganze, dass sie dann halt einfach aufgrund, dass sie so ehrgeizig war und ich sag mal, den Wettkampfsport, diese Wettkampfsaison selber vorgezogen hat, vor diesen vierteljährlichen Untersuchungen. Ne? Das hat eigentlich dazu beigetragen, dass das dann im Endeffekt nach hinten losging, weil dann eben diese, oder sozusagen fast ein Dreivierteljahr lang keine Kontrolle mehr gemacht wurde, ja? Weil eben der Sport vorgezogen wurde. So, aber wie gesagt, ich will jetzt um Gottes Willen nicht das Thema wieder aufrollen oder irgendwie über hinterbliebene Leute reden, das macht man einfach nicht, aber ich wollte es halt einfach mal kurz ansprechen, warum, was in mir so vorging, so, und das waren halt so Punkte, wo ich mich gefragt habe, Mensch, du hast einen kleinen Sohn zu Hause,
Was ist, wenn dir sowas passiert? Was ist, wenn da plötzlich irgendwie Krebs ausbricht oder irgend so eine Scheiße und dann, das ist alles Katastrophe, ne? Und du weißt nie, was in einem schlummert so. Und dann hinterfragt man halt wirklich sehr vieles, ne? Dann, ja, wie gesagt, dann war noch, Das habe ich auch gemacht. Hinterfragt vieles dann. Ja, das recht. Ja. Ja. Das sind so, nimmt so Krankheiten mit sich. Dann, wenn so im Umfeld Krankheiten oder du selber eine hast, hinterfragst du die Dinge viel, viel mehr. Also guck mal, es waren ja auch letztes Jahr, es war so viel, was letztes Jahr passiert ist, da Paul Polacek damals, ne, aus der Sportszene, alles Leute, die man irgendwo kannte, mit denen man schon zu tun hatte, und auch ein guter Freund von mir, den hatte ich noch in Baden-Württemberg auf Warum bin ich wieder da? hatte ich in Baden-Württemberg, hat er mich noch besucht gehabt auf dem Wettkampf, als ich den Gastauftritt hatte. Eine Woche später ruft mich ein Kumpel an, ja, Benny liegt schwer verletzt im Krankenhaus, hat einen schweren Motorradunfall und weiß nicht, ob er überlebt. Da war ich gerade noch Ja. mit ihm essen. 3 Minuten oder 2 Stunden bevor es passiert ist, war ich noch mit ihm Burger essen. Mit Nach der Benny? Deutschen. Mit Benny Schlimme? Ja, wir waren alle Ach, ihr zusammen noch kennt nach euch. der Deutschen. Ich wusste nicht, ob ihr euch kennt. Deswegen Ne, wir ist waren ein alle guter zusammen Freund von noch, mir. alle zusammen futtern und als wir alle zu Hause ankamen, kam die Mitteilung von dem einen oder anderen aus dem Berliner Team, die das mitbekommen hatten, kam dann schon die Mitteilung, dass der einen schweren Motorradunfall hatte. Ja. Ja, und das waren halt, wie gesagt, so viele Punkte, die hier dann übereinander geschlagen sind. Und ja, da will ich mal fast, also ich will nicht sagen, ich hatte Depressionen, aber es ging, glaube ich, so in die Richtung, wo ich halt, wie gesagt, du echt gedacht habe, man muss das sein, willst du das alles überhaupt noch, wozu noch, wem musst du noch irgendwas beweisen? Und tatsächlich habe ich aber gemerkt, dieses Jahr, wenn das alles mal wieder ein bisschen läuft, denn nun ist es auch so, der Kleine ist jetzt 1,5 Jahre alt fast, ja. Es hat sich endlich mal nach so langer Zeit so ein bisschen die Wogen geglättet oder geebnet, sage ich mal, wo du einen täglichen Rhythmus wieder ins Leben reinbekommst. Ne? Das war ja immer, der Kleine hat halt, ist halt sehr, wie sagt man, anspruchsvoll, muss viel mit Mama sein und war halt auch keine einfache Zeit am Anfang. Der hatte sogar ein Dreivierteljahr lang diese Bauchschmerzen, diese Koliken, ne, wie es sich bei Babys nennt. Und es war halt echt eine harte Zeit. So. Und ja, wenn du dann halt immer irgendwie Stress hast und hier und da und dort, dann ist der Kopf nicht frei. So. Und jetzt merke ich halt wirklich, wenn ich wieder trainiere, es funktioniert alles so wie früher, dass du merkst, okay, pass auf, jetzt trainiere ich. Das Essen passt, sage ich mal, zu 90% und du fliegst auseinander. Dann ist auch der Spaß wieder am Training da. Dann weißt du, okay, du hattest eigentlich schon mal Bock, jetzt nochmal Wettkampf machen und so. Das ist wirklich alles Kopfsache. Ja. Klar, wenn der Kopf nicht mitspielt und dann halt sich dann auch noch hinzusetzen und dann irgendwie einen auf witzig zu machen und lustig zu machen und die Community zu entertainen, das, was Steve vorhin Richtig. meinte, kann ich mir schon vorstellen, dass es extremst schwer fällt. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, was Patrick vorhin meinte, du hast ja irgendwo auch einen Kooperationspartner, der irgendwie Erwartungen an dich hat, ne? Oder auch eine Genau. Community. Ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten Enrico oder vor allem auch Steve ihr bekommen habt, als ihr dann mal ein bisschen ruhiger wart, ne? Ich kann mir Du, vorstellen, das dass ist ja euer nicht Postfach mal. explodiert ist. Das ist ja nicht Ja. mal so, dass die Leute, das ist ja nicht mal so, dass die Leute unbedingt uns selber persönlich anschreiben. Die sehen dann wieder irgendwo ein Video und sagen, ja, der macht ja gar nichts mehr, ach, das ist eh vorbei mit dem und bla und bla. Ihr kennt, weißt du, wie das ist. Du kannst wirklich an, ich sag mal, von deinen Followern, die du im Instagram hast, kannst du die Hälfte wegstreichen, wenn es darum geht, wer noch hinter dir steht. Die dich wirklich feiern als Person, als deinen Charakter oder für deinen Charakter, für deine Authentizität. Ja. Und viele sind halt wirklich nur da, wenn du halt irgendwo erfolgreich bist, den Sport repräsentierst. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch ein bisschen schade. Ne? Patrick und Steve, wie habt ihr so den Support bei euch wahrgenommen? Also, ich glaube, Steve, du hast schon eine relativ stabile Community, die dich auch, glaube ich, unterstützen wollten, aber von dir war ja wirklich gar nichts zu hören. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Patrick da so ein bisschen die Nachrichten abfangen musste, die dann irgendwie ankamen, so, hey, sag mal, was ist eigentlich mit Steve los? Ja, war ja so. Wir haben, ne? Paddy, was hast du? Ja, ich habe bestimmt am Tag Naja. 10, 20 Nachrichten gekriegt zu Steve. Ja. Und Ja. natürlich hat jetzt keiner bei mir irgendwelche Auskünfte bekommen, weil klar, auch wenn sie mich fragen, erzähle ich denen jetzt ja nicht, pass auf, ich habe Steve gerade in der Klinik abgesetzt. Schön, dass du fragst, ich habe den noch nie gesehen, Steve kennt dich auch nicht. Also, das erwartet man natürlich. Es hat mich persönlich gefreut.
dass sie versucht haben, dann den Weg über mich zu nehmen, weil es tatsächlich in dem Fall ja wieder die 50% sind, die Enrico gerade ansprach, die tatsächlich um Steves Wohl besorgt waren oder auch viele Lösungsansätze vorgeschlagen haben. Gerade weil wir, Steve hat ja Ende Mai noch ein Video rausgebracht mit eventueller Long-Covid-Sache und hast du nicht gesehen. Daraufhin habe ich natürlich auch viele hilfreiche, in Anführungszeichen, gut gemeinte Nachrichten bekommen mit Telefonnummern und allem drum und dran. Aber ich wusste ja, worum es tatsächlich geht. Das haben wir bis zu dem Zeitpunkt, hatten wir ja erstens das nicht gewusst und zweitens, zu dem Zeitpunkt wollten wir auch noch nicht so weit ins Negative denken. Wir sind ja noch positiv an die Sache rangegangen, dass wir vielleicht anders aus dieser Nummer rauskommen, als jetzt am Ende es kam. Ja. Aber es war natürlich schön zu sehen, wie viele tatsächlich bei Steve und jetzt auch nach dem Video, welches ja Ende letzten Jahres ja kam, mit dem Statement, da hat man ja gesehen, welche eine Reichweite Steve tatsächlich hat in der Szene. Aber man darf ja eins auch nicht vergessen, Steve ist ja seit 20, 22 Jahren aktiv. Also sind natürlich auch viele von der alten Garde dabei. Und die jungen Verrückten, die Steves Humor natürlich lieben. Die Kombination von, sei es Hans Hoffmann und Hasse nicht gesehen, in der Vergangenheit alle lieben gelernt haben. Und er ist ja nun mal auch immer ein Fröhlicher. Also man kennt ihn ja eigentlich nicht schlecht gelaunt. Also außer man kennt ihn tatsächlich privat, dann hat er auch mal einen Tag, wo er nicht so bombastisch drauf ist. Ja. Und gerade das fällt dir dann schwer, wenn du halt wirklich diese Rolle des fröhlichen Entertainers hast, ne? Und du dich halt dann wirklich nicht fühlst und einfach auch gar nicht den Sinn überhaupt in allem siehst, dann halt wieder diese Rolle einzunehmen, das ist ja eigentlich unmöglich, weil du würdest ja im Prinzip alle nur belügen, inklusive dich selber. Ja, genau, das meine ich ja, genau, das war das Problem, das war echt schwer. Also das war. Und dann habe ich irgendwann habe ich so einen Punkt gesehen und habe mit Paddy gesagt, du, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, so alle zu belügen, in Anführungsstrichen, oder denen was vorzumachen. Ich muss einen Cut machen, wir müssen jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, da mich mal zurückzuziehen. So, und dann haben wir das ja auch gemacht und ja, dann ging das, wie gesagt, los. Das ist dann Paddy ja auch die Leute, weil ich ja bei Instagram so völlig die App erstmal von der Seite gelegt habe und da wirklich gar nicht mehr reingeguckt habe. Und dann haben die Leute ja meistens, wo dann nicht eine Story mehr seit Wochen kam oder nicht einen Post und nichts, haben die meisten Leute sich dann halt beim Paddy gemeldet, so, ne, und nachgefragt, was da los oder so. Oder manche haben noch per WhatsApp, manche so ich muss jetzt mal ganz zugute heißen, hier ein Matthias Bottorff zum Beispiel hat gefragt, denn was ist denn da los, Steve? Ich sehe schon ewig keine Stories mehr von dir. Das fand ich sehr lieb. Ein Markus Hopper hat sich bemeldet bei mir, weil du sagst, von den Veteranen, Horst Wetterau hat mir geschrieben und so, ja, so ein paar Leute von der alten Garde haben naja schon an mich noch gedacht und haben gefragt, was ist denn da los, man hört und sieht so, das hat er natürlich gefragt. Also, daran siehst du aber auch, Steve, dass bei den, sag ich mal, älteren Jungs einfach noch ein bisschen irgendwo der Zusammenhaltgedanke da ist, ne? Egal aus welcher Richtung man kommt. Das findet man heutzutage leider noch mal sehr, sehr selten. Ja, was man auch sagen muss, zu dieser Zeit habe ich halt gemerkt, ganz klar, wer ist wirklich ein guter Freund oder wer ist wirklich ein Freund oder ein guter, also jemand, der, oder wer ist vom Charakter einfach jemand, der eben auch in der schlechten Zeit an einem denkt, so, weißt, wenn eben mal nicht, weißt, wenn es ist ja meist so, wenn du gut bist, wenn du beim Wettkampf gerade warst, einen guten zweiten Platz gemacht hast, irgendwie so, dann kommen alle an und wollen mit mir ein Video oder wollen mit dir reden, quatschen, ne, so treffen, bla bla, so. Aber bist du dann halt mal nicht so im Business drin, sag ich mal, dann, ne, ist es halt schon schwierig. Dann merkst du halt, wer wirklich an deinem Charakter Interesse hat, so mäßig, ne? Also, das ist, also, das habe ich schon, also, da habe ich schon jetzt, durch die Sache habe ich schon differenzieren können, wen kann ich ausladen aus der Liste und wen kann ich getreuen Herzens nach oben stapeln, sag ich mal so. Ne? Das war schon gut so. Ne, das wir hast haben ja auch gemacht. Paddy und ich, wir haben ja so einen Kandidaten, einen ganz besonderen, ne? Der letztens auch mal erwähnt wurde. Paddy, ne? Ja, der gute Schulzi. Ja, gut, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, aber. Paddy kennt da nichts. Musst du rauspiepen, Torben vielleicht oder so. Muss ich? Ja. Nö, sagt er. Der sagt nö. Ja, gut, der hat gerade schon wieder zwei Dinge im Gym gemacht, die ich mitbekommen habe. Also, Schulzi, liebe Grüße. Du solltest die Schnauze halten. Ich krieg alles raus. Da fällt mir gleich das Handy runter, siehst du.
Ja, wie gesagt, da merkt man halt so, wer wirklich, also wie gesagt, das muss ich ganz ehrlich mit sagen. Bei Paddy habe ich ganz klar den Charakter von Paddy gemerkt, was er für ein guter Mensch ist, dass er immer, wie gesagt, dass er auf ihn verlässt ist, dass er in einer wirklich schlechten Zeit für einen da ist. Oder meine gute Freundin Alexandra, die hat sich so bemüht, irgendwelche Lösungen für mich zu finden, irgendwelche Ärzte zu finden. Und das ist eben auch, wie gesagt, und weil du bist ja auch, ich war halt in so einer Situation, wo du wirklich nicht, da habe ich auch mit Martina Herger, die auch an die gute Frau auch liebe Grüße, die hat sich auch gekümmert und war für mich da. Und die, obwohl die auch selber nicht mal so gut ging, und die hat halt auch gesagt, du bist in so einer Situation, wo du eigentlich selber nur noch da liegst und an die Decke guckst und nicht selber mehr hinkriegst. Und wie gesagt, dann brauchst du halt solche Freunde, die kleinsten Dinge für dich erledigen, sag ich mal so, weißt? Das ist so wichtig, sag ich mal, und das stelle ich mir echt schwer für Leute vor, die das in dieser Situation nicht haben, sag ich mal. Ne? Also. Aber was mir dazu so einfällt, ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, Steve, wenn ich das so anspreche. Nur ich weiß ja, oder viele, oder sagen wir mal so, deine engsten Leute wissen ja eigentlich, dass du auch, sag ich mal, noch so ein bisschen zukunftsorientiert denkst. Sprich, du hättest auch gern irgendwo Familie und würdest gern mal ankommen im Leben. Dass das vielleicht auch ein Grund war, Nee, war aber dass, kein Grund. nein, der damit Nein, war kein Grund. reingespielt hat, so ein bisschen. Nein, war kein Grund. War alles, das ist ja das Ding. Es war ja alles okay. Es war ja alles super bei mir. Weil Paddy weiß das. War einfach, wie gesagt, einfach war alles. Ich bin da ja nicht so. Also diese Psyche war nicht so. Das hatte nichts mit dieser Psyche zu tun. Das fing einfach Aber an. Ich habe. mein Gedanke war halt nur, dass sich da vielleicht, sage ich mal, der Rückhalt einer Familie in einer gewissen Art und Weise abgefangen hätte. Vielleicht. Ja, Ja. meine Ex-Freundin hat mir ja schon Rückhalt gegeben damals. Also das muss man ja schon, das muss man noch sagen. Bis gewissen, oder meine Familie, meine Mutter hat mir Rückhalt ganz stark gegeben und meine Schwester, und also die Leute, das, oder ja, wie gesagt, oder manchmal klingt doof, aber manchmal ist es ja so, Familie hat man oder ist man, oder und Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht, so mäßig so, weißt du? Und manchmal ist es ja auch so, für manche Menschen ist es ja so, ist man mal der beste Freund, oder manche Freunde sind ja wie Familie. Also Hundertprozentig. so ist es ja bei mir. Also so klingt doof, aber ist manchmal auch eben so. So, und das meine ich ja. Also ich habe schon Rückhalt gehabt genug da, und auch mit so Familienwünschen, so klar, ich wäre jetzt so ein Typ, so, ich würde auch vielleicht noch mal gerne ein Kind haben und so, aber wenn es halt nicht mehr so ist, dann ist es halt so. Aber dann bin ich jetzt nicht der Typ, der da irgendwie, glaube ich, in eine Depression verfällt und irgendwie den Kopf in den Sand steckt. Also das war ja nicht, das war ja der Punkt damals. Das habe ich ja mit Paddy, hab ja mich gefragt, so ich, was, und das habe ich mich auch gefragt in dieser Klinik mit diesen Gesprächen und so, bin ich ja nicht weitergekommen. Da habe ich geredet und gequatscht, irgendwas wird noch in der Vergangenheit zu suchen, und meine Kindheit war gut und die letzten Jahre waren auch gut. Und wie gesagt, und das ist eben das Gute, dass da der gute Andreas dann, da der hat wirklich viele gute Thesen da, dass wenn du gewisse Glückshormone eben nicht mehr wie soll ich sagen, ausstrahlst, sag mal schnell, herstellst, Ausschüttest. ausschüttest, dann weißt du, ist so wie wenn du, das wäre dasselbe, wenn du keinen, also wir wissen ja, sexuelle Lust kommt durch Testosteron, wenn du kein Testosteron hast, hast du keine sexuelle Lust. Und das wäre dasselbe, so ich rede mit jemandem und der macht mir Lust, dass ich, weißt du, dass ich sexuelle Lust kriege. Wenn ich kein Testosteron habe, dann geht's nicht. Ist einfach mal so, weißt du? Und das ist ja bei mir, wie gesagt, wenn du da keine Neurotransmitter hast, für die es nicht wissen, das sind die Glückshormone, Dopamin, Serotonin und diese ganzen, wenn die nicht richtig im Gleichgewicht sind und richtig vorhanden sind, dann geht's dir schlecht. Das ist halt so. Das ist. Weiß der Andreas schlecht, woher das kommt? War das irgendwas Externes oder ist es irgendwas Ja, Internes? es war wahrscheinlich durch den Darm, weil das ist ja so mit dem, das Tryptophan, also weil ich habe ja so Sachen genommen wie Tryptophan. Also es ist ja so dieses, ich habe zum Beispiel in der Klinik, so haben sie mir da empfohlen, diese Antidepressiva, so Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das ist dann so eine Art, macht sowas, du hast ja dieses Serotonin, was jetzt in der Birne da oben ist, und soll ich das erklären? Dass dieser Serotonin-Wiederaufnahmehemmer sorgt dafür, dass das länger da hin und her wie ein Ping-Pong-Ball immer geschlagen wird und nicht abfällt, also dass es nicht wieder absackt. Ja. Aus der Blut-Hirn-Schranke nennt man das so. Dass es nicht wieder rausgeht. Und das Ja. hält das oben mehr so, weißt? Und das macht dieses Antidepressiva zum Beispiel.
Aber jetzt, wie gesagt, wenn jetzt der normale, gesunde Mensch 10 Milligramm hat und ich nachher aber nur noch 0,5, verstehst du? Dann Ja. kannst du mit diesen 0,5 da hin und her ponken. Bringt auch nicht, ist auch nicht so das, was man möchte, so, verstehst du? Ja, Also, ja. und da muss man halt rausfinden, warum stellt der nur noch 0,5 Milligramm her? Und da Richtig, geht was es ist seine eigentlich los. Theorie? Die Theorie ist im Darm. Im Darm wird's, weil es geht los mit Tryptophan, mit der Aminosäure Tryptophan geht es los und wird weiter zu 5-HTP, noch sowas irgendwie hergestellt, umgewandelt und dann wandelt sich das um in Serotonin. Und dann von Serotonin wandelt sich das Serotonin um, dieses Glückshormon, in Melatonin, das ist das Schlafhormon. Was dann auch wieder darauf schließen lässt, das war ja auch so ein riesiges Problem bei mir, dass ich naja irgendwie ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht mehr schlafen konnte. Nicht eine Stunde die Nacht habe ich geschlafen. Wochenlang, musst du dir vorstellen. Boah. Also ich habe wochenlang so wann war das so, von oder deswegen hat der Paddy auch gemeint Boah, mit der sorry. Wohnung, dass ich da, als ich ja angefangen habe, in meiner Wohnung nicht mehr schlafen zu können, dass ich mich Ja, nicht so Mitte unwohl gefühlt Juni habe. ging das los. Mitte Juni, ne? Ja, im Juli war ich ja der Gute. Genau, also so Mitte Juni, genau, ging es los und ich habe einfach nicht mehr schlafen können, richtig. Ich bin nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und das Serotonin ist halt so ein Ruhepol-Hormon. Weißt du, wenn du da nicht genug hast, dann wirst du unruhig, dann schläfst du nicht und dann, weil es wie gesagt wieder umgewandelt wird in Melatonin auch. Und das hat alles dieser Andreas herausgefunden und messen lassen und musst dir mal vorstellen, war ich in dieser Klinik, die haben nicht einmal irgendwie so einen Wert davon abgenommen. Die haben ein normales Blutbild abgenommen und das war's. Und nicht Was? einmal irgendwelche Hormone, nicht einmal ein Testosteron, nicht einmal ein Cortison, ein Dopamin, nichts. So, das ist das Lustige da. Also wie gesagt, also Aber der muss ja. die verschreiben dir Antidepressiva, wo das Serotonin-Aufnahmehämmer da wumms da hin und her schlägt, aber gucken gar nicht da an, ob du überhaupt Serotonin herstellst, mäßig so. Ja, sie bekämpfen sozusagen das Symptom, aber nicht die Ursache, ja. Genau, die Aber Ursache, du irgendwas muss ja dann musst. passiert sein, dass da irgendwie im Darm irgendwas schiefläuft. Ne? Hast du irgendwas Falsches gegessen, so blöd Ja, es klingt, nee, oder? ich hab ja auf Dauer, was so manche Bodybuilder auch haben, einen Leaky Gut, wurde bei mir festgestellt. Das ist ein durchlässiger Darm. Das ist so, ja, dass du dann, soll ich sagen, dass da gewisse im Darm, gewisse, ne, die, ich sag mal so, ganz klar die Scheiße aus dem Darm in den Körper gelangt. Also die schlechten Stoffe, und das sind dann so, das wird dann wieder, oh, Andreas kann das mal so gut erklären. Das sind dann irgendwelche Schadstoffe, die dann irgendwie Chyrenoiden da, so irgendwas. Und das ist dann wieder so ein Entzündungszeug da, was dann wieder auch dafür sorgt, dass diese Neurotransmitter schneller noch abbauen. So, also das ist alles so ein gewisser bestimmter Kreislauf da. Und das, wie gesagt, waren halt, oder von den Zähnen, ich habe mir Zähne ziehen auch lassen. Die Zähne können auch viel da auch noch was mitbewirken. Auch wieder solche also alles Entzündungsgeschichten. Die müssen halt alle raus. Alles Silent Inflammation heißt das. Musst du dir vorstellen. Und Silent Inflammation, desto mehr du da die Geschichten im Körper hast, desto mehr regelt das deine Neurotransmitterhormone runter. Ja. Also das wird auch nochmal. Also wie gesagt, Fakt ist auf jeden Fall, bei mir war es halt so, es war ein hormonelles Problem. Und wenn du keine Glückshormone mehr richtig da, dann sitzt halt wie ein Schluck Wasser in der Ecke. Und das war eben erklärt er auch. Also, das hat er alles erklärt, dass ich überhaupt, wie gesagt, ich habe mir halt erklärt, wieso konnte ich nicht mehr schlafen. Ich habe ja auch, bin auch, Paddy oder du jetzt, Torben, du kennst mich auch ein bisschen. Ich bin ja auch kein Nachdenkertyp so, der so ewig irgendwie, weißt du, Paddy weiß ja auch, wie ich beim Wettkampf bin. Da ich gehe da los auf die Bühne und gut ist so, weißt du, und mach mir ja nicht in eine Platte. Paddy war ja auch oft mit Nacht, Tag und Nacht. Ich bin ja nicht, dass ich so, dass ich. Einen Kopf oder so, ne? War ja nie so. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber du hast gerade ein bisschen gehakt, aber nein, du bist nie ein nachdenklicher Typ. Also dir ist auch scheißegal, wer da kommt. Also du achtest nur auf dich und machst das Ding, was du kannst. Und ja, ich meine, am Wettkampftag sind ja auch noch gar nicht so schnell erledigt. Also da kannst du auch nicht mehr viel machen, aber du hast ja nie dir einen Kopf gemacht, was da jetzt passiert, was kann nicht. Man nimmt hin, wie es kommt. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, wir haben ja auch in dem Sinne schwarz auf weiß, dass es viele würden ja natürlich vermuten oder haben natürlich es immer auf die Supersupplemente in der Bodybuilding-Szene geschoben, dass das damit zu tun haben muss. Wir haben allerdings schwarz auf weiß, dass das damit nicht zu tun hat. Nee, da wurde ja noch, da hat ja der Andreas noch eine These rausgefunden, dass das ja noch das Ganze verstärken könnte. Ne? Das ist ja auch nochmal so. Das weiß auch keiner eigentlich. Also da sind ja Sachen, wie gesagt, lad den mal ein, der wird dir ein paar Sachen da erzählen, wenn man dann
Testosteron zuführt, dass dann da auch wieder ein bisschen das Dopamin bei dem einen oder anderen schneller abgebaut werden kann. Das ist auch nochmal so eine Aber Geschichte. guck mal, das ist ja ähnlich wie mit dem Thema, wenn viele davon sprechen oder anfangen wollen, Trenbolon zu nehmen. Das ist ja genauso. Das kommt immer darauf an, was bist du für ein Mensch. Bist du eine ruhige Person, wird dir nicht viel passieren, wenn du den Quatsch nimmst. Wenn du jetzt aber, das ist jetzt nur als Beispiel, ne? Wir wollen jetzt gar nicht mit dem Stoffthema anfangen. Aber wenn du, sagen wir mal, eine grundaggressive Einstellung hast, dann fängst du noch mit Trenbolon an, kann es natürlich sein, dass das Ganze noch verstärkt. Ne? Das ist nur jetzt ja genau das, was du gerade beschreibst im Endeffekt. Ja, so war es bei mir da. Ich habe ja bei mir da sowas noch rausgefunden, eine Kommt und eine Mau. Könnte man googeln. Das kommt oder Mau war Methyl Alpha Omitransphase Lase da irgendwas. Das zeigt auch, wie schnell mein Körper die Glückshormone abbaut und so. Da wurde auch nochmal so ein Test gemacht. Das war auch wieder, ne, Paddy, das war auch wieder Schwierigkeiten, den Test überhaupt zu machen, weil das ist so ein Gentest, das ist so eine Art Genanalyse. Was für Gene hast du? Welcher Gentyp bist du? Und da musste man vorstellen, musste in Deutschland. Gibt's nur ein Labor. Ja, krass. Gibt nur ein Labor, die das machen, aber du kannst da nicht hinfahren und es vor Ort machen. Nein, du musst mit deinem Hausarzt reden, dass der das genehmigt, also der muss das unterzeichnen, das Stück Papier, was man von der Homepage ausdrucken kann. Dann schickt man das zu dem Labor nach Berlin. Die schicken dann so ein Medikit zu dem Hausarzt und der muss dann dir die Proben abgeben, die die haben wollen. Und dann wird es wieder zurückgeschickt und die werten es dann ab. Aber die meisten Ärzte, wo Steve angehalten hat, um zu fragen, ob man das denn macht, die haben nach den Ja. ersten drei Sätzen schon gesagt, nee, machen wir nicht. Kenne ich nicht, mache ich nicht, haben bei den meisten. So. So. Klassiker, Also das ne? kennt auch keiner. Also wie gesagt, das sind so Sachen, das kennt keiner auch. Also dieses, wie gesagt, kommt und mau, wissen nur ganz wenige, sag ich dir. Also da habe Ja. ich im Internet drei, vier Ärzte, die sich damit auskennen. Ja. So. Das sind so gewisse Abbauenzyme, die da regeln, wie ist wie sind meine Gene, um gewisse Glückshormone schneller abzubauen oder schneller abzu dass sie schneller abbauen. So, da hat er herausgefunden, dass auch das sein kann, wenn man noch so und so was das und das zuführt, dass das dann noch, dass die kommt und die Mau erhöht und dass man da wieder noch schneller die Hormone abbaut. Krass, ja. Weil die Frage kam ja tatsächlich auch ein bisschen öfter, ob es nicht auch daran liegen kann, dass man halt zum Beispiel absetzt, weil man ja öfter mal hört, dass wenn man halt Nein. nicht mehr auf Testosteron unterwegs ist, dass man halt so depressive Phasen hat. Aber du sagst jetzt Ja. gerade selber, dass es eher Nein. andersrum ist, ne? Ja, das war ja auch immer so ein Punkt. Ja, genau, habe ich auch letztens irgendwo, irgendwer hat das auch in irgendeinem Podcast, der Steve ist jetzt da clean seit einem halben Jahr. Sollte er nicht dann, wenn man gerade depressiv ist, was nehmen? Das ist auch nicht so. Also wie gesagt, ich würde jetzt was nehmen. Und wie gesagt, Paddy kennt mich auch. Ich habe schon öfter mal so Phasen eingebaut, wo ich nichts nehme und dann bin ich immer. Ich nehme ja jetzt auch nichts gerade. Ich bin ja immer noch, also, und jetzt bin ich jeden Tag hier, springe durch Luft fast so und mache Training und bin gut drauf. Und komischerweise ist nichts da drin oder so. Also. Ist ja auch sonst nach dem Wettkampf machst du ja auch mindestens 3, 4 Monate immer komplett. Ja, Und mal er ist sonst immer noch noch. genau derselbe. Also er ist ja genauso Steve, wie er sonst auch Steve mit vollem Programm ist. Also Steve dann ist der gleiche Typ, nur er. Also das war ja immer bei mir so. Aber bei mir war es ja immer so. Wenn ich dann nichts da drin hatte, dann war ich ja genauso wie wenn ich da mehr drin hatte. So. Also das war kein Unterschied. So. Rein geistig oder rein gefühlstechnisch oder psychisch oder so. Oder überhaupt ich glaube, da konnte man nur an der Optik oder an der Gesichtsform konnten dann die Leute sehen, oder nimmt da gerade nichts oder so, oder hat nichts drin. Aber so ist das nicht zu merken gewesen. Und deswegen, also da mag so Leute geben, wo das so ist, aber bei mir. Aus Erfahrung muss ich sagen, war es nicht so. Und Wie wie gesagt, Enrico wenn ja man. gerade sagte, nicht jeder reagiert, wie Enrico ja eben sagte, nicht jeder reagiert gleich und es kommt immer ja auch die Typen drauf an. Richtig, genau, ja. Naja, und wie gesagt, der Andreas hat gerade letztens ein Video darüber gemacht, dass es nicht immer so einfach ist, auch mit so einer TRT, dass es nicht immer gerade gut ist für die Psyche. Ja, verstehe. Was mich jetzt interessiert ist, sowohl Enrico, der jetzt halt hier 4 Monate gefühlt nicht wirklich trainieren kann, als aber auch du, der ja wirklich dann da ausgefallen ist und gar nicht wusste, was jetzt mit dir los ist. Was macht es mit euch, wenn ihr irgendwie wisst, ihr könnt gerade nicht trainieren? Weil irgendwo ihr seid ja Profi-Bodybuilder. Also ihr habt euch ja nicht nur im Sport irgendwie profiliert und bewiesen, sondern auch irgendwo eine Identität als Bodybuilder aufgebaut, ne? Also der Sport war ja immer ein Teil von euch und
ihr seid dadurch auch irgendwo bekannt geworden in der Öffentlichkeit. Was macht es jetzt wirklich mit euch, wenn ihr halt irgendwie so einen längeren Zeitraum nicht trainieren könnt und irgendwie auch gar nicht so absehbar ist, dass man wieder ins Training einsteigen kann? Rico, fang du mal an. Ich wollte gerade sagen, wer redet denn von euch jetzt? Ich hätte zwar gesagt, Alter, verschwinde hätte aber nein, Spaß. Nee. Dann kann ich Es auch ist halt anfangen, wie so. du willst. Ich sehe euch ja nicht. Entschuldigung. So. Also ist ja von der Sache so, natürlich ist es immer wieder nervig, wenn du merkst, okay, pass auf, du hast jetzt 2 Wochen Gas gegeben und bist gerade wieder dabei, richtig drinne. Das läuft gerade mit der Ernährung alles. Und du musst jetzt schon wieder eine Pause reinhauen. Nervt dann auf der einen Seite richtig, weil du fragst dich, wie lange machst du das, ich will nicht sagen psychisch, aber auch körperlich mit. Immer dieses, ich meine, es ist ja auch so, jedes Mal, wenn ich mit so einer Erkältung durch bin, jetzt schon wieder 5 Kilo weg, das ist ja immer so ein Auf und Ab. Erstmal, wie schlägt das auf den Körper, dieses Gewicht hoch und runter ständig? Und zweitens ist, wie lange kannst du das machen, ohne dass dir wieder die Lust verloren geht? Na, weil im Endeffekt, du stehst ja immer wieder auf, fängst immer wieder an, motivierst dich. Die erste Woche ist eben erstmal wieder scheiße, auf Deutsch gesagt, weil du erstmal, sag ich mal, so ein lockeres Pumptraining machen musst, weil du genau weißt, nach der ersten Woche wird dich der Muskelkater killen. Und dann in der zweiten Woche geht es halt eigentlich erst wieder richtig los. In der ersten Woche fehlt das Volumen, da merkst du das Training nicht richtig. Erst in der zweiten Das Woche kommt das ja alles wieder. denkst du, dass das Volumen bei dir fehlt? Schau in den Spiegel, Junge. Das sagt der. Guckt euch den Torben, guckt dir den immer an, wie der aussieht, oder? Ja, das denken sich alle, die das gerade sehen. Alle denken sich Ja. dasselbe. Rico sieht aus wie ein Ach Monster. Quatsch. Wer ist der dünne Ja, Junge? aber Habe ich auch gedacht. Wer ist das? Der dünne Mann da. der Dünne, der guckt den am an, steht. Ende. Das bin ich. Ach so. Ah, hi. Ja, aber im Großen und Ganzen, es ist ja so tatsächlich, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, auch Steve weiß das, Torben weiß das. Dadurch, dass ich halt mir, sag ich mal, im Leben noch was anderes aufgebaut habe, so mit Familie, ja, das andere Hobby, welchem ich nachgehe, ja, zwar jetzt Winter, ist nichts mit Fahren, aber halt so ein bisschen Ideen, Schrauben, bla bla blub, da freut man sich natürlich auch. Also im Endeffekt, es gibt immer noch parallel irgendwelche Sachen, die lebenswert sind, worüber man sich freut. Ne? Und das ist halt auch der Grund, warum ich da nicht immer unbedingt ja, die Flinte ins Korn werfe, sondern halt einfach ausharre und sage mir, okay, pass auf, dann setzt die Zeit nochmal 1,5, 2 Wochen aus, bis du wieder fit bist und gibst dann wieder Gas, mit der Hoffnung, dass es dann mal läuft. So, ja. Aber die andere Frage ist dann, die sich mir wieder stellt, wie lange geht das jetzt mit dieser Kacke? Ich meine, viele, die Eltern sind oder ein kleines Kind zu Hause haben, die sagen wieder dasselbe. Die wissen, wenn der Kleine im Kindergarten ist oder ab dem Zeitpunkt, wenn er im Kindergarten ist, die bringen dir jeden Scheiß mit nach Hause. Du bist ständig mit als Eltern krank. So, aber wie lange soll das gehen? Wenn sich das jetzt wieder hinzieht bis Mitte des Jahres oder so, wie soll man dann vernünftig mal aufbauen? Wie soll man dann eine vernünftige Wettkampfvorbereitung machen? Ja, mir gehen ja die Jahre dann oder die Zeit auch flöten irgendwann. Irgendwann kannst du dann nicht mehr sagen, ja, boah, ich mache jetzt nochmal. Erstmal wirst du dann unglaubwürdig, Punkt 1. Aber ich meine, du kannst ja nichts dafür irgendwo. Und Punkt 2 ist halt, ja, irgendwann lohnt sich das halt auch einfach nicht mehr, ne? Weil die anderen, die geben Gas die ganze Zeit, die kommen voran, die wachsen, die fliegen auseinander. Und du musst dann irgendwie gucken, dass du das Ganze wieder kompensierst und kannst dich dann, sag ich mal, jedes halbe Jahr irgendwo 2, 3 Plätze weiter hinten einordnen, ja, gefühlt. Ja. Na gut, es ist so Deshalb geht natürlich so Brandon eine Curry immer. Erkältung. Entschuldigung. Deswegen geht Brandon Curry wohl immer 3 Monate weg. Nach Kuwait, ne? Ja, damit er am Stück wachsen kann. Der hat ja, glaube ich, 4 Kinder. Das ist, die bringen alle mit, was Oha. zu Hause. Ja, Enrico, ab nach Kuwait mit dir. Ich glaube, aber ohne Scheiße, ich glaube einfach, das liegt auch ein bisschen mit an diesem Klima hier. Deutschland kalt und so weiter. Ja, die Kinder sind halt krank. Ich glaube, da wo es halt wirklich wärmer ist, da hast du diese extremen Probleme gar nicht. Ja. Dann nimmst du ihn Also gleich mit nach nicht in dem Kuwait. Ausmaß. So. Leon und Enrico fliegen nach Kuwait. Viel Wir haben so einen Pool da Spaß. unten. Keine Frauen, die ihn ablenken. Obwohl, das wird Leon nicht gefallen. Der mag ja hübsche Frauen. Er muss bei Mama sein. Ja. Wenn Mama nicht da ist, ach. Ja. Ich lege ihn Ja. abends schlafen, ne? Ich lege ihn schlafen. Alles gut. Er kuschelt mit mir im Arm. Er guckt seine Serien auf YouTube. Seine kleinen Einschlaffilmchen. Schläft ein. 10 Minuten später wird er weinend wach. Ja, weil, ach ja, da war ja da was. Da fehlt ja die Mama. Die Mama muss mich eigentlich zum Schlafen bringen. Ne? Das ist ein Kasper. Ja, Ja. egal. Jetzt ist natürlich so eine Erkältung, sowas, es nervt, wenn es immer wieder kommt, aber es ist ja irgendwo absehbar.
Steve, bei dir Ja, war es ja eine natürlich. Zeit lang, glaube ich, überhaupt nicht absehbar, ob und wann und wenn überhaupt. Was hat das mit dir gemacht? Hast du irgendwie überhaupt noch an Bodybuilding gedacht oder hast du gefragt, Mensch, was wird denn jetzt überhaupt aus mir? Und danach die Frage an Patrick, wie hast du Steve da unterstützt in dem Sinne, in der Hinsicht hin, also Richtung Karriere? Fang erst mal mit Ja, Steve an. was war nochmal, wie war es genau, wie hast du nochmal ausgedrückt? Ja, du, für dich war es ja so ungewiss. Wann geht's Ja, weiter? ach so, Geht's ja, überhaupt genau. nochmal weiter? Und Ja, was hat das also, mit dir gemacht, zu sagen, ja, zu, also ey, pass kann auf. ich überhaupt vielleicht nochmal Bodybuilding? Weil ich erinnere mich, du hast Ja, damals gesagt, ich will eigentlich nur Bodybuilding machen. genau, ja. Ja, und das war ja nicht mehr möglich. Also, du, Ja, ja. eben. Ja, ich habe ja überhaupt nicht mal, also, Freddy, wie das ja. Irgendwann kamen wir an so einen Punkt, wo Bodybuilding gar nicht mehr wichtig war für mich. Wo einfach nur noch wichtig, du, ich sag's ganz ehrlich, also, du hast. Also, da ging es dir, wie ich schon sagte, da war ja null Freude mehr am Leben. Das war ja, du hast ja nicht mehr, fing ja an mit null, null, es fing an mit keine Freude zum Training, keine Freude zum Baden gehen, keine Freude auf Sex, keine Freude zum Wichsen, sag ich mal so, oder zum weiß ich was. So, weiß ich, keine Freude zum Essen, auf dem Essen gehen, nichts. Du hast ja an nichts mehr Freude. Also, das, du Ich jetzt, weiß. ich hätte hab, gesagt zu Paddy, du, wenn ich morgen aus dem Fenster zufällig fall, ist nicht schlimm, so ungefähr mäßig. So war mir ja zwischendurch. Also, und da hast du, da war daher so, oder auch wie gesagt, diese Schlafhygiene, die war ja nicht vorhanden mehr. Wenn du wirklich, also stell dir mal vor, du schläfst 8 Wochen lang ununterbrochen nur die Nacht, nicht mal eine Stunde. Das stell dir mal Ja. vor. Ja. So, was das mit dir macht. So, da hast du nicht mal an Bodybuilding. Also habe ich nicht mehr an Bodybuilding gedacht, naja. Also ab einem bestimmten Punkt haben Paddy und ich nur noch gedacht, in ein normales Leben wieder zurückzukommen. Ohne, also jenseits von Bodybuilding, einfach so wie ein normaler Mensch zu leben, erstmal. Ja. Weil das war nicht mehr möglich. Also das war ja fernab von dem, also war ich ja. Und dann, jetzt Gott sei Dank, so wie das die letzten 2 Monate bei mir gelaufen sind, ist es auch wieder möglich, jetzt für mich jetzt an Bodybuilding-Wettkämpfe überhaupt zu denken, sag ich mal so. Ja. Also, und das war jetzt vor 3 Monaten noch gar nicht, also wie gesagt, wo ich mich wieder gemeldet habe mit diesem ersten Video, da war ich ja noch so ein bisschen drin in dieser ganzen Geschichte, so, da ging es ja gerade ein bisschen bergauf. Da war das auch noch so, war auch noch sehr schwierig, das Video so überhaupt zu machen. Und da war ja erstmal gar nicht, da war einfach wieder wichtig, überhaupt in diesen Rhythmus, in meinem Tagesrhythmus reinzukommen. Mit Instagram, mit Sponsorings, mit YouTube-Videos, ein bisschen wieder in die Sachen reinzukommen, überhaupt, um so, hey, hallo, ich lebe noch so mäßig. Das war erstmal so der Punkt da damals. Paddy, sag auch mal was. Sag du mal was Ja, jetzt. ich würde Patrick mal fragen, wie gehst du damit um, wenn wirklich ein guter Freund von dir müde vom Leben ist, weil einfach nichts mehr Freude macht? Ja gut, wir waren ja, muss man ja auch sagen, wir waren zwei. Einmal Alex, meiste Zeit am Telefon und aus Österreich. Die war mehr so die Mama auf Distanz. Die hat sich halt um vieles drumherum gekümmert, wovon sie einfach mehr Ahnung hat. Ne? Die ist einfach eine Macht, wenn es darum geht, sich um Sachen zu erkundigen, zu forschen, Sachen auszusuchen. Die hat sich, ich sag mal, mehr um diese Sachen gekümmert. Ich bin eher auch derjenige gewesen, der halt die Leviten gelesen hat und auch mal gesagt hat, was wir jetzt machen und was Phase ist und ne, dass ich kein Rumgejammer akzeptiere, weil wir einfach, ich sag mal, alles Hand in Hand machen. Und da gilt es dann natürlich auch manchmal auf den Tisch zu hauen, weil er einfach ja gar nicht mehr die Kraft hatte, es von alleine zu tun. Später haben wir dann halt auch Maßnahmen angenommen, die wir dann halt, wo ich dann halt gesagt habe, gut, das entscheide ich jetzt. Er hat mir ja auch das Vertrauen geschenkt, dass ich alles frei entscheiden darf, wenn es so um viele Sachen ging, die ihn halt betroffen haben. Weil er einfach gesagt hat, gut, ich weiß, ich mache das vernünftig und bei mir ist er da nicht in falsche Hände und bei Alex ja genauso. Also haben wir uns auch viel miteinander natürlich telefonisch abgesprochen, wie gehen wir weiter. Und natürlich waren die Telefonate, wo Steve dann weinend am Telefon saß und sagte, er hat keinen Spaß mehr am Leben und er möchte auch nicht mehr. Ist das schwer für einen guten Freund, das zu hören? Und man weiß in dem Moment auch eigentlich nicht, was man sagen soll. Man will natürlich sagen, man kann diese klassischen Faustformeln jetzt vorquatschen, jo, es wird besser, wir kriegen das hin. Und es ist ja nun mal auch Fakt, dass es häufiger bei uns beiden der Fall war, dass wir gemeinsam wo waren und ich ihn einfach nur in den Arm genommen habe. Und wie ich es jetzt gerade machen würde, wenn ich da wäre, was ich gerade nicht kann, aber er weiß es.
Das war natürlich das, was ihm den Halt gegeben hat, den wir brauchten. Dass sowohl ich als auch wie Alex, als auch die Ex-Partnerin da waren. Was habt ihr genau mit ihm gemacht? Hast du ihn dann gepackt? Hast du gesagt, komm, wir unternehmen jetzt was, komm, wir gehen jetzt raus, komm, wir. Auch, aber wir haben ihn zum Beispiel die erste Situation, wo wir es ja mehr oder weniger für ihn entscheiden mussten, war ja, wo wir ihn zu Alex nach Österreich geschickt haben, Ja. um einfach, sie kann sich auch natürlich gut mit ihm hinsetzen, kann ihm einen anderen Alltag bieten, kann ihm helfen auf eine andere Art, als ich es hier konnte, weil ich konnte ihn jetzt ja auch nicht 24/7 betreuen. Ich hatte letztes Jahr auch nicht das einfachste Jahr, aber habe das ganz gut verkraften können. Vielleicht auch dadurch, dass ich mich mehr um Steve gekümmert habe, als dadurch konnte ich vielleicht selber das ein oder andere ausblenden, was bei mir privat los war. Ja, aber so richtig, komm Steve, wir gehen jetzt Enten fischen, whatever, oder auf den Dom oder so, daran war auch gar nicht zu denken, sondern es war mehr einfach auch nur da zu sein oder zu telefonieren oder einfach nur der Freund zu sein, den man in dem Moment sein kann, weil es gibt in dem Moment kein richtig und falsch fast schon. Es ist alles eine Hilfe. Hauptsache, er ist nicht alleine oder er hat nicht das Gefühl, alleine zu sein. Ja. Sondern dass immer Leute da sind, die für mich ist er ja quasi wie Familie und er gehört dazu und demnach war es mir egal, was drumherum passiert. So, es war nur wichtig, dass es irgendwie besser wird oder dass er auf andere Gedanken kommt oder dass man einfach 2 Stunden telefoniert. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer weiß, was es gewesen wäre, wenn ich Ja. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich Paddy nicht gehabt hätte oder Alexandra nicht. Zum Glück müssen wir darüber nicht nachdenken, Steve. Vielleicht würde ich das, ohne Scheiß. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt einfach, also zum Glück müssen wir darüber nicht nachdenken, weil du so tolle Menschen um dich rum hast, wie ein Paddy, wie eine Alex und wie einfach auch ganz, ganz viele Leute, die einfach für dich da sein wollen. Aber vielleicht ist das aber auch jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt, mal irgendwie einen Appell auch auszurichten. Leute, wenn ihr diese Leute habt um mich rum, redet mit ihnen. Redet mit ihnen, holt euch diesen Halt, holt euch diesen Support. Sei es, dass ihr Familie habt, sei es, dass ihr irgendwie noch was anderes habt im Leben, was euch Freude gibt. Aber wenn ihr irgendwie der Meinung seid, irgendwie, es ist jetzt gerade alles irgendwie zu viel, es gibt einfach Leute, die für euch da sind, die für euch alles stehen und liegen lassen. Und es lohnt sich, ne? Zum Glück Ja. müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Und zum Glück gibt es Paddy. Und zum Glück gibt es eine Also ich sage Paddy Alexandra. nochmal an dieser Stelle, nochmal Natürlich. öffentlich gesprochen hier. Vielen Dank für alles. Natürlich, mein Freund. Also war wirklich. Also wie gesagt, die Leute wissen das alles gar nicht, was ist alles, Vielleicht ist das besser so. was er alles für mich getan hat in der Zeit. Das muss da auch keiner wissen und das war auch nie Grund dafür, irgendwas zu tun, sondern es geht ja Richtig. einfach für uns darum, dass es jetzt so gekommen ist, wie es jetzt am Ende des Tages ist. Und darauf können wir wieder aufbauen. Und alles andere, ja, schließen wir als Kapitel irgendwo ab. Aber vergessen es nicht, weil es ist allgegenwärtig und man wird es auch nie los. Darf man nicht vergessen, man kann es nicht sagen. Das wird uns nie wieder widerfahren. Wir werden alles dafür tun, dass soweit es geht, nie wieder in Erfahrung oder ich sag mal, hervorgebrodelt wird. Und man nimmt das Leben einfach natürlich so an, wie es jetzt kommt. Ne? Ich meine, es läuft nicht immer alles schön, nicht alles rosig. Wie Dorian gerade sagte, jeder hat irgendwo sein Päckchen aufzutragen. Und dann kann man dankbar sein, wenn man drumherum, ich sag mal, das passende Umfeld hat und nimmt das nächste Kapitel in Angriff. Und das tun wir jetzt. Egal in welcher Art. Auch eine schöne Überleitung. Wie geht's weiter? Also, wie ist jetzt der Blick da vorne? Ich habe jetzt gehört, also Enrico, wir warten nur darauf, dass du gesund wirst, um endlich hier Hoffen loslegen zu wir können. Steve, bei mal. dir scheint es die mit der Therapie von Andreas gut zu klappen. Ja, auf jeden Fall wieder. Bin wieder, ja, wie gesagt, bin wieder richtig fit. Bin jeden Tag im Training fast im Grunde und ja, ich fühle mich gut. Also ich bin wieder, eigentlich kann man sagen, der Alte, wenn man das so auch
wie gesagt, bin ich schon wieder sehr gut. Also bin, würde ich die letzten Monate waren, letzten ein, zwei Monate, jetzt der Januar, ist ja bald rum, fast auch wieder. Januar, Februar, Januar, Dezember waren echt in die Richtung wieder des alten Steves, sag ich mal so. Richtig Und das merkt so. man halt auch. Merkt man ja bei Instagram auch oder bei YouTube und so. Also bin ich ja wirklich, und ich kann das ja auch nicht spielen oder eben jetzt wie eben das. Es kommt, ich bin ja sehr emotionaler Typ so und eben wenn das mit mir durchgeht oder ich kann halt nicht, ich kann halt nicht schauspielern oder sagen, wie jetzt mache ich bei Instagram hier, hey, bin gerade gut drauf und juhu und das bin halt nicht ich so. Das ist nicht möglich so. Und das, also wie gesagt, was ich jetzt im Moment, wie es jetzt der Stand der Dinge ist, fühle ich mich gut. Ich mache wieder richtig Sport, habe jetzt auch wieder gut. Für meine Verhältnisse habe jetzt Paddy sogar gerade gestern noch geschrieben, hey, guck mal, ich habe wieder mit 100 Kilo 10 Wiederholungen gemacht, Bankdrücken. Und Und das das ist Natural. natural, so ein guter Stand für mich. Das habe ich so damals, da stand ich damals nach, weiß ich, nach 6 Wochen Pause mal erst oder so, weißt du? Also, so und ja, deswegen, also bin jetzt, wie ich jetzt so körperlich wieder bin, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Sehr, wie sagt man, mit guten. Sorry. Ja, ich komme auf das Wort jetzt nicht. Positiv gestimmt, das ist Positiv perfekt. gestimmt, ja, positiv gestimmt. Ja, so, also Und er hat bin wieder Hunger. voraussichtlich, ich bin voraus, ja genau, Hunger, alles. Also ich bin voraussichtlich, sag mal. Also wie gesagt, jetzt warte ich nur noch darauf, so dass ich richtig wieder in so eine richtige Offseason starten kann und dann schauen wir mal, wo was noch möglich ist noch beim, auf der Bühne so. Was eben. Also sind wieder Wettkämpfe geplant? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das ja nicht wegen irgendwie Geld oder wegen irgendwelche so. Ich mache, weil ich Bock drauf habe. Also ich habe einfach, wie du schon sagtest, ich will einfach nur Bodybuilding machen und ich habe halt wieder diese Freude dabei und diese Lust und diese Bock, mich gut zu ernähren, Bock wieder, hab halt Bock wieder mit Paddy wegzufliegen, irgendwo noch zum Wettkampf. Das waren ja auch so unsere Dinger immer mit der Alexandra zusammen. Das hat uns ja Spaß gemacht. Das war ja nicht nur Wettkampf, irgendwie, das war ja das Ganze drumherum. Weißt, das war ja so, wir waren ein Team und das waren schöne Tage. Danach mit den Jungs das Essen und das macht halt Spaß. Und das ist der ganze Lifestyle, halt, diese ganze Geschichte drumherum. Ja. So Training, so Videos, sich treffen, wie gestern mit Mike, zum YouTube-Video sich treffen, bisschen quatschen, bisschen YouTube-Content. Das ist alles wieder da, dieser Spaß daran, diese Freude, das ist alles wieder geil. Das macht Spaß und das erfüllt mich. So und das möchte ich wieder machen. Und Wir das würde ich warten auch ja noch. noch auf einen neuen Thailand-Report. Genau, sowas alles. Und das würde ich alles noch, bis ich 50 mache. Bis ich Boah. 50 bin, würde ich das noch machen, weißt du? Ja. So, also. Schön. Ja. Und wie gesagt, der Paddy, der ist immer an meiner Seite und ist echt, ja, geil, solche Leute an meiner Seite zu haben. So. Ja, und da macht das auch Spaß. Und jetzt, wie gesagt, jetzt nächster Punkt, auch beim Paddy, jetzt bin ich mir schuldig und jetzt machen wir erstmal sein Studio gerade da, die nächsten Tage und ja, gucken, dass wir da eine neue YouTube-Stätte für die Videos haben nachher auch und da werden wir Gas geben, dass wir hier, wie gesagt, Paddy hat ja meine Wohnung hier wunderbar, das, wie gesagt, wissen viele nicht, während ich hier in Österreich 3 Wochen bei der Alexander war, hat der Paddy hier im Hintergrund hier alles gemalt, gewienert, gebonert und gestrichen. Und alles, den Tisch, wo ich hier das Handy drauf habe, hat er besorgt und alles neu gemacht und so, ne? Und Wahnsinn. ja, so sieht's aus. Also wie gesagt, ja, deswegen, also jetzt geht's an der Sache, dass wir das Ganze beim Paddy so malern und machen und tun, auf jeden Fall, im Studium. Paddy, Nicht? vielleicht magst du uns mal ganz kurz erzählen, wo wird dein Studio aufgebaut werden in Hamburg? Es kommt nach Wandsbek. Gut, Wandsbek ist riesig. Es ist dicht am Wandsbek Markt für die Hamburger. Es ist quasi am Neumarkt 30. Das ist neben dem Nestle-Schokoladenfabrikgebäude. Ja, passt ja. Also man kann dann in einer Halbzeit mal rübergehen und ein bisschen was snacken gehen. Da war vorher Eisenhower-Training drin seit 1998. Da muss jetzt noch ein bisschen renoviert werden, ein bisschen modernisiert werden. Und dann plane ich zeitnah jetzt im Frühjahr zu öffnen, am liebsten in Richtung März, April. Ich habe natürlich mein eigenes Datum im Kopf, aber ich posaune es jetzt nicht raus, weil ich nicht weiß, wie realistisch es ist mit den Handwerkern, die noch die Duschen neu machen müssen.
Und nach den 14 Monaten, seitdem das Projekt schon am Laufen ist, bin ich lieber ruhig mit genauen Daten. Sobald ich das absehen kann, werde ich es natürlich rausposaunen. Aber das ganze Projekt, ja, hat sich ein bisschen gezogen, könnte man sagen. Enrico, ist Aber es bei es. dir in der Nähe von der Arbeit? Nee, leider nicht. Auch Schade. nochmal ziemlich Umweg. Ich habe aber extra Wandsbek genommen, weil es ursprünglich gab es dort mal das Sportstudio Hamburg. Und das war damals in Hamburg, ich sag mal, mit dem Olympic mehr oder weniger so die beiden Anlaufstellen für Bodybuilding, für Kraftsport, für alle, die das geliebt haben, was wir alle ja lieben. Und deswegen wollte ich unbedingt in diese Immobilie eigentlich rein, wie es damals mal war. Da durfte ich leider aber nicht rein, weil nebenan ein Easy Fitness ist und da hat natürlich der Eigentümer ein Wettbewerbsverbot auf dem eigenen Hof. Ja. Demnach bin ich dann eine Straße weitergegangen. Ich habe auch viele Studios natürlich im Umfeld, aber ich habe mich auch bewusst natürlich so positioniert, dass ich mir von den Studios die Mitglieder abgrase, die ich haben will. Auf gut Deutsch, ich habe das ja auch ein bisschen länger schon geplant. Ich hatte ja schon 2019 die Idee. Ich hatte ja gefühlt auch das erste Home Gym in Hamburg. Dadurch habe ich ja auch mehr oder weniger Steve und Enrico damals so kennengelernt, weil die eine Trainingsmöglichkeit brauchten und bei mir dann trainieren konnten. Da ich 2020 eigentlich mein Studio eröffnen wollte, war es nicht so der beste Zeitpunkt damals. Aber dafür hatte ich ein gutes Home Gym, 2 Jahre Ja. lang. Das war ja, das war eine geile Zeit, du. Und ja, jetzt wird das Ganze in die Tat umgesetzt. Ich freue mich drauf, ich bin aber auch ehrlich, das macht ganz schön Kopfschmerzen, so ein Projekt alleine auf die Beine zu stellen. Ich meine, wir wissen alle, hier in Bergedorf ist das Invictus, was gerade aufgemacht hat letztes Jahr Oktober. Mit denen bin ich cool. Da ist auch keine Konkurrenz für Elefanze und hast du nicht gesehen, wie wir als Hamburger wissen. Bergedorf und Wandsbek Markt, das ist, jo, kann man immer gerne mal fahren, aber fährt man ein Lieber bisschen länger nicht. aus. Außer nachts um 3 brauchst du bestimmt eine Stunde. Ja, Also, ja. wir sind keine Konkurrenten. Ich finde es eher geil, dass wir in Hamburg dann 2 Studios haben, die, ich sag mal, in die Richtung gehen. Dass es geiles Equipment gibt, dass es einen geilen Flair gibt, dass es etwas gibt, wo man eine Anlaufstelle hat als Anfänger, so wie das mal früher war. Klar, es gibt noch das Olympic, aber leider wird das wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr existieren, dadurch, dass die Dame ja leider die Svenja ja nicht mehr erlebt und ich hätte vermutet, dass sie das übernimmt von Klaus Ja, hätte ich auch irgendwann. gedacht. Aber dass das ja logischerweise nicht mehr kann und ich glaube, dass die Eigentümer, wo das Olympic steht, nur darauf warten, dass es irgendwann nicht mehr da ist, damit sie die Bums dann abreißen und da neue Bürogebäude hinhauen auf den Steindamm. Gibt es dann halt irgendwann nur noch das Popeye, das Invictus und dann mein Gym. Ja, und dann hat Hamburg zumindest schon wieder 2, 3 Standorte, wo man sich heimisch fühlen kann für Bodybuilding und Co. Also, dass du von Enrico oder auch Steve da hundertprozentig supported wirst, das kann ich hier, glaube ich, unterschreiben. Die Frage ist halt jetzt nur so, wie riskant ist es in der heutigen Zeit, noch so ein inhabergeführtes Studio aufzumachen? Ich meine, wir sehen es ja beim Invictus Gym, dass es ja unfassbar krass ist vom Equipment, was da drin steht. Vielleicht ist Bergedorf jetzt auch nicht der beste Standort, aber es wirkt auf den Stories immer sehr leer. Es ist auch. Ja, und jetzt ist halt so die Frage, gegen die ganzen Ketten, die dann halt ja wirklich da in der Preisschlacht sich auch teilweise unterbieten, wie hoch ist das Risiko, was du jetzt eingehst? In dem Fall, dass ich alleine bin, ohne Bank und Co. arbeite, sondern nur mit meinem privaten Taschengeld aus der Tasche, Schon hoch, gehe ja. ich nur das Risiko auf meine Kappe. Ne? Ich habe ja vor kurzem jetzt eine GmbH gegründet, da ist natürlich ein Kapital drin. Angst hat man natürlich vor den Ketten, aber eigentlich bin ich der Ansicht, sind wir mittlerweile so genervt von den Ketten und haben so die Schnauze voll, dass es der Teil, den ich tatsächlich brauche an festen Mitgliedern, tatsächlich sich zusammenfindet in Wandsbek. Ich meine, jeder, der ein Studio eröffnet, macht eine Standortanalyse. Bergedorf ist von den 7 Stadtteilen, die wir in Hamburg haben, leider der schlechteste an der Einwohneranzahl. Aber dort war halt die Immobilie für die relativ praktisch, weil das halt vorher ein Studio war. Und Max hatte wohl auch angenommen, dass die Leute, so wie er damals, 1,5 Stunden ins Studio fahren, so wie er das damals im Olympic getan hat. Die Leute sind allerdings in 2023, 24 nicht mehr so enthusiastisch, was Bahnfahren angeht, 1,5 Stunden. Und dann
Man will schnell hinkommen, man will schnell trainieren, man will wieder nach Hause. Und mit Wandsbek habe ich natürlich den zentralsten Ort von allen. Auch vom Preis her bin ich jetzt nicht groß teurer als die Ketten. Ich habe noch keinen offiziellen Preis verraten, aber Du hast ja eine der. Story gemacht, also eine Umfrage gemacht. Erzähl mal, was du Ja, denkst. also da war, ich sag mal, der größte Anteil hat gesagt, man für ein privates Studio mit Sauna 24/7, Zutritt erst ab 18 Jahren, mit dem Equipment, welches ich halt stelle, so zwischen 40 und 50 Euro, waren halt, ich glaube, 20% haben darauf abgestimmt. Meine ich, das ist gut. Gut, es waren jetzt keine 20.000, die abgestimmt haben, ne? Aber es waren trotzdem, ich glaube, 450 Leute in dem Fall. Bei meiner Reichweite ist das schon okay. Und ich weiß halt aus den umliegenden Studios, ist halt ein Vorteil, ich bin halt jetzt kein Unbekannter. Bei uns im FitX hat wahrscheinlich jeder diese Visage schon mal gesehen. Und in dem FitX, wo Steve und ich ja eigentlich sind, sind über 12.000 Menschen angemeldet. Nur an dem Standort. Glaubt man gar nicht, ne? Das Krass. ist das vollste Studio aus ganz Norddeutschland. Die sind Obwohl die nur wegen über. euch da. Krass. Sophie hatte nicht mal das Homespace, in dem ich gearbeitet hatte. Nee. Also es gibt kein Studio, was mehr hat als dieses FedEx. Und mein Ziel ist ja auch Hast gar gar keinen nicht, die Bock zu Hütte voll trainieren. zu klappen mit irgendwelchen Leuten. Deswegen distanziere ich mich auch. Was heißt distanziere? Ich lasse halt erst ab 18 die Leute sich anmelden können. Damit scheiden halt einige aus. So, die 7b aus Stahlzoo muss dann halt in Stahlzoo bleiben. Tut mir leid für manche ambitionierte. 7b. Herrlich. Aber kein Bock, dass jeder Kabelturm mit diesem scheiß Lack-Pulldown-Scheiße und sowas besetzt wird. Es geht darum, ein geiles Gym wieder zu haben in Hamburg, was zentral ist, was für jeden zugänglich ist, was genug Parkplätze hat, was groß genug ist. Ich meine, ich habe jetzt knapp 1200 Quadratmeter. Und ich glaube, dass wir dort gemeinsam etwas Schönes schaffen können, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Leute die Schnauze voll haben von den anderen Studios drumherum. Dass John Reed, der ein oder andere kennt es auch, ist genauso überfüllt und überladen. Und klar, die Leute benehmen sich asozial. So braucht man gar nicht drumherum reden. Aber Das in einem Schöne Studio, ja. ist ja, Patrick, in Studios wie dem, welches du eröffnen willst, also sprich dieses, in Klammern Oldschool-Studio, also diese inhabergeführten Studios, da besteht ja auch noch eine gewisse Art an respektvollen Umgang und Loyalität und so weiter. Das ist alles noch ein bisschen familiär. Na, natürlich muss man nicht mit jedem dickes sein, das ist klar. Aber so, man sagt sich guten Tag, das ist schon mal. Ich merke das ja auch täglich so. Weißt du was, wie ich mich eigentlich immer freue, wenn man mit unbekannten Leuten auf der Straße einfach mal ein Lächeln austauscht. Na, einfach nur, oder Höflichkeit, das ist so verloren gegangen. Man freut sich richtig, wenn mal jemand lächelt oder mal zurücklächelt, einfach mal ganz Ja, allein anders. schon einen guten Tag, wenn du in die Umkleide kommst. Ich meine, klar, in Stahlzoo, da wo ich bin, meistens müsste ich wahrscheinlich auf 7 Sprachen guten Tag sagen, weil wir haben nun mal bestimmt 70 Nationalitäten im Studio, was ja schön und gut ist, aber die kommen ja nicht mit dieser selben Oldschool-Mentalität wie wir rein und dass wir von Nein. klein getrimmt werden. Das heißt, guten Tag, wenn man den Raum betritt oder Moin Moin oder Moin. Merkt man auch beim Arzt heutzutage, du kommst da rein, du sagst guten Tag und die denken, du bist bescheuert. Ja, du warst ja jetzt oft beim Was Arzt. denkst Ja. du, wie komisch das für mich war, als ich aus dem Osten hier hochgezogen bin? Das war damals dort gang und gäbe, dass wenn du in die Umkleide gekommen bist, da hat man sich guten Tag gesagt, selbst bei McFit. Ja? Ja, So, wenn du viel jetzt hier, angekommen. dann bin ich hier hochgezogen, gehe in die Umkleide. Und keine Ahnung, also ich meine, da hast du guten Tag gesagt, da kam von der Hälfte schon mal nichts zurück. Und irgendwann hat man sich das natürlich auch abgelegt. So, ich weiß nicht, es ist halt schade, aber es ist halt in so extrem großen, ja, Ballungsräumen so normal halt, dass man dann nichts mehr guten Tag sagt irgendwie, ne? Ja, und auch Deswegen. das Verhalten der Mitglieder untereinander ist ja wirklich abartig. Ja. Also, ich meine, bei uns beim FedEx ist, oder auch im John Reed, wenn du mal ein Gerät siehst, wo kein Gewicht drauf liegen gelassen wurde, dann nur, weil dort 20er waren, die jemand anders geklaut hat. Sonst ist auf jedem Gerät was drauf. Ja, so war's. Oder auch Geräte. Bei uns ist eine Multipresse seit über 2 Jahren kaputt. Wir haben eine Multipresse seit 2 Jahren bei 12.000 Mitgliedern. Ja, und die ist ja kaputt, die eine, auch meine. Immer kaputt, die eine.
So, das heißt natürlich in dem Studio, welches ähnlich wie das Invictus ist, natürlich, das privat geführt ist, macht man sich auch Gedanken, welche Geräte holt man ran. Sprich, eine beschissene Hammer-Beinpresse im 45-Grad-Winkel ist schön und gut. Aber für mich Riesenlulatsch ist die jetzt nicht so geil. Sprich, ich hätte lieber eine mit einem anderen Winkel vielleicht. Sprich, man könnte ja schon mal eine zweite Beinpresse hinstellen. Aber das ist natürlich gegen das Konzept, was die führen, bei denen das ja scheißegal ist. Und bei mir ist das halt anders. Ich habe mir halt Gedanken bei den Geräten gemacht, die ich bisher gekauft habe oder in der Vergangenheit gekauft habe, um natürlich auch Wünsche oder auch Größenverhältnisse eingehen zu können. Sprich, halt eine 40-Grad-Winkel, 45-Grad, eine 90-Grad. Ich habe drei verschiedene Hackenschmidt-Varianten. Ich glaube, vier verschiedene Beinbeuger-Varianten, fünf verschiedene Wadengeräte, weil ich scheiß Waden habe. Sämtliche verschiedene Armgeräte, weil ich scheiß Arme habe. Also, ne, ich kaufe halt mit einem anderen Blickwinkel auf die Geräte. So, Enrico kennt ja auch ein paar meiner alten Geräte, die alten Gym 80-Dinger, die habe ich ja auch noch Ja, alle. die sind top. Und ich glaube, ja, ich habe auch drei Multipressen, zwei von Cybex, eine alte von Gym 80. Also ich habe halt, ich sag mal, gekauft mit dem Gedanken, was nervt alle in dem eigentlichen Studio, wo sie aktuell sind, um es bei mir denen angenehmer zu machen. Und bei vielen ist einfach der erste Kritikpunkt, ist einfach natürlich die Kinder. Auch wenn immer mal ein paar Vernünftige dabei sind, aber der Großteil ist einfach wirklich, man hat mit 14, 15 nichts im Studio zu suchen, in meinen Augen. Da soll man Fußball spielen und ja, keine Ahnung, Karate machen oder Taekwondo oder irgendwas. Aber Bodybuilding aus der Perspektive, dass sie werden wollen wie Urs, ist einfach mit 14, 15 der falsche Ansatz, aus meiner Ansicht. Gerade weil du ja jeden nur noch den Blödsinn von TikTok nachmachen siehst, wodurch man einfach stundenlang Geräte blockiert. Wenn die alles Ja. einarmig machen, sind sie logischerweise doppelt so lange in dem Gerät dran. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ich mit meinem Studio den Leuten, die wirklich Bock auf diesen Sport haben oder einfach auch ihre Ruhe haben wollen, einen Ort bieten kann, wo sie sich wieder wohlfühlen können. Und auch gerne Zeit verbringen wollen. Glaube, es ist ein ganz schöner Abschluss hier, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu haben. Patrick, dir wünsche ich natürlich allergrößten Erfolg mit deinem Studio. Ich glaube an Karma und ich glaube bei all dem, was du Gutes für andere Menschen tust, das hat man, glaube ich, heute auch sehr klar gehört, wird das gut laufen, weil Karma dich belohnen wird, hundertprozentig. Und Steve hat wieder die Freude wiedergefunden am Sport. Steve hat die Freude am Leben wiedergefunden. Enrico ist hoffentlich auch in ein, zwei Wochen wieder auf dem Damm. Und ich glaube, dann können wir uns da sicherlich mal im Februar, März, April, wann auch immer du das Ding aufmachst, wenn es erst Mai ist, bei dir alle mal im Studio treffen und mal eine richtig geile Session zusammen ballern und einfach diese beschissene Zeit, die das letzte Jahr auch dann mit sich gebracht hat, einfach hinter uns lassen. Auf Okay. jeden Fall, gern. Da fällt mir nochmal ein geiler Spruch ein von dir, Torben. Das weiß ja keiner, wollte ich eigentlich noch erst zeigen, was du mir, kannst du mal erzählen, was du mir für eine geile SMS geschickt hast an Silvester? Ach, Also, ich habe wo du gerade einfach das Jahr an 2023 Silvester die nochmal. Notwendigkeit verspürt, nachdem Steve so ein richtig Super. beschissenes 2023 hatte, ihm einfach mal zu sagen, hey Steve, ich halte ja nichts davon hier, New Year, New Me, aber Ja. das erste Mal im Leben wünsche ich es jemandem, dass du mal hinter so einem Jahr einen richtig fetten Haken machen kannst und jetzt mit diesem Jahreswechsel einfach neue Abschnitte bei dir anfängt. Genau so hast du es geschrieben. Das war geil. Das war so der beste Text, den ich. Wie gesagt, man kriegt ja viele so eine, ne, kennt ihr alle auch, hey, scheiß auf sie, oder guten Rutsch ins neue Jahr und das ist besser, oder, ne, und, aber das war wirklich so, das war so eine Nachricht, wo ich echt dachte, geil. Von So, Herzen. er kam von Herzen, erstmal war das zu merken und das, ja, hat es auf den Punkt getroffen, ne, also, das war echt geil. Also, das war, musst du, vielleicht blendest du ein hier oder so, vielleicht dann, wenn nicht. Ich glaube, es bleibt privat. Das ist zwischen uns beiden. Also, wie gesagt, die war echt geil. Also, da habe ich mich sehr gefreut. Also, und wie du sagst, so, das wollen wir hoffen, dass dieses Jahr, wie gesagt, viel, viel besser wird für uns alle. Und ja, das ist ein schönes Jahr, ein erfolgreiches Jahr für. Wie gesagt, aber ich muss ja sagen, Torben, dein Jahr war ja 23 eigentlich ein gutes, weil du hast ja Ich wollte schon sagen, bei ihm war super. bei dem Ja. Podcast hast du ja echt für uns alle, anderen drei hier war es nicht ganz so, hattest so seine Spirenzchen. Aber für dich war es ja eigentlich mit dem Podcast bist du ja echt gut, wie sagt man Reingeschlagen. heutzutage?
Hast dich in der Szene platziert, würde ich Ja, ich habe sagen. mich platziert, das habe ich auf jeden Fall. Wollte ich jetzt Ja. sagen, du hast Stellung genommen und du bist viral gegangen, so heißt es doch mal fast Ach, schon. so noch nicht, aber So. ich muss ganz ehrlich sagen, dass was mich am meisten freut an dieser ganzen Geschichte ist, dass ich wirklich halt einfach die ganzen Leute mal kennenlernen durfte. Es geht mir wirklich überhaupt nicht um Klicks und Follower, das ist mir sowas von schnurzpiep egal, aber ich habe so tolle Menschen kennengelernt durch diesen Podcast. Sei es, dass wir jetzt in Kontakt gekommen sind, also Enrico kannte ich auch schon vorher, aber ganz, ganz viele Leute habe ich ja halt durch den Podcast kennengelernt und da sind Freundschaften entstanden, da sind Kontakte entstanden, die ich einfach nicht mehr missen möchte. Das ist einfach so, so viel mehr wert. Na Ja, und. und du hast ja auch schon, das habe ich noch mitbekommen im Nachhinein, du hast ja so ein Meet and Greet auch so einmal gehabt sogar, ne? Ja, in Das Gummersbach. war ja auch, wie gesagt, wer weiß, wenn dir das jemand vor 2 Jahren erzählt hätte, das hättest du ja wahrscheinlich auch nicht geglaubt, wa? Auf gar keinen Fall. Auf gar Ja. keinen Fall. Ja, Deswegen, und ja. das, vielleicht machen wir ein kleines Meet and Greet zu Pattys Gymeröffnung dann, oder? Können wir gerne in die Und. Wege leiten. Wir haben da ja noch einiges dann zu klären. Habian wird ja vor Ort sein. Und ich Sicher, denke, wir ja. werden da alle, ich sag mal, ich werde euch alle noch interviewen, wann, wie, wo, genau. Auch der Name, der ist noch geheim, da der eine sehr besondere Bedeutung für mich hat, kann ich den noch nicht rausposaunen, weil ich da erst alles sicher haben muss. Nicht, dass mir irgendjemand da vor der Nase rumtanzt und mir alle Domains klaut. Demnach muss ich heute noch ein bisschen was kaufen. Aber dann werden wir zu der Eröffnung was Schönes auf die Beine stellen. Dann freue ich mich, euch dort alle zu sehen. Ich freue mich auch, wenn viele Zuhörerinnen und Zuhörer von heute dann dort erscheinen werden. Das würde mich sehr freuen. Und ich bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr, sehr tiefen und emotionalen Einblicke. Ich werde gleich nochmal mit euch klären, ob ich das alles so hochladen darf oder nicht. Und bedanke mich auch bei allen, die jetzt hier zugehört haben, die respektvoll hier kommentiert haben. Und die auch den ganzen Jungs, die sich hier wirklich mal nackig gemacht haben, in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen Support da lassen. Unterstützt den Paddy, unterstützt den Enrico, unterstützt den Steve. Ihr wisst, wo ihr sie finden könnt. Wenn nicht, einmal bei Instagram, Paddy, dein Instagram ist. Patrick Größe 91. Enrico. Enrico Hoffmann, FBB Pro, Instagram. Ja, und Steve. Hans Hoffmann. Und dann Viel Spaß. unterstützt die Jungs bitte bei den Kooperationspartnern, sei es bei Smilodogs, Neosubs, Olymp, Tellermitte, HPN. Unterstützt die Jungs da, wo sie es einfach verdient haben. Und in dem Sinne, ganz viel Liebe für ein tolles neues Jahr und ganz, ganz viel Bodybuilding, denn wir wollen einfach nur Bodybuilding machen. So sieht's aus, genau, das ist. Ganz genau. Mach's So gut ist und danke fürs Reinschalten. Ciao. es. Ciao, ciao.